Wir haben uns heute mal ein paar Sterne gegossen und wir zeigen euch jetzt mal, wie das geht und wie einfach vor allem das ist. Wir haben uns überlegt, wir fangen jetzt einfach mal mit Weihnachtsdeko an. Wir haben nämlich so eine tollen Silikonformen gefunden von Kraft Emotions. Natürlich wieder bei Stempelmühle gefunden, verlinke ich euch alles. Und da haben wir uns gedacht, wir machen jetzt schon mal solche schönen Sterne als Anhänger, sind ja Anhänger für unseren, naja, Tannenbaum haben wir ja nicht mehr draußen, aber für unseren Busch, den wir draußen haben und immer für Weihnachten dekorieren. Da das ja mit Harz ein bisschen länger dauert, muss man rechtzeitig anfangen, sowas zu machen. Das Acrystal Prima Harz von Troll Factory, das ist so ein Acrylharz, damit kann man ja viele verschiedene Sachen machen, wie mit normalem Harz. Nur, dass das ungiftig ist, nicht riecht. Man kann ohne Handschuhe damit arbeiten. Ist halt ein tolles Harz. Leichter zerbrechlich als diese Resin, was man sonst kennt. Aber eben, man muss immer schauen, wofür man was anwenden möchte. Und dafür, dass es ungiftig ist, finde ich das richtig klasse, damit zu arbeiten. Dieses Harz wird dann jetzt angerührt, ein Teil von diesem flüssigen und 2,5 Teile von diesem Pulver. Ich mache mir immer erstmal das Flüssige rein und dann das Pulver, weil sich das besser verrühren lässt nachher. Das ist wie bei Beton. Jetzt muss man sich bloß immer überlegen, wie viel man braucht. Wir können ja noch ein paar andere Sachen gießen. Wenn ich hier was über habe, gießen wir gleich noch was anderes. Ich nehme jetzt einfach mal 10 Gramm, lässt sich besser rechnen. Dann brauchen wir 25 Gramm von dem Pulver. Oh, siehst du, jetzt halt schon gleich 18. Blöd, Mann. Ganz schön schreckhaft bist du. Ja. So, und jetzt brauchen wir 25 Gramm von dem Pulver. Das ist auch immer nicht so einfach, das darin zu kriegen. Ach, da. 11. 21. Nö, das bisschen. Also, das Pulver wiegt nichts. 22, 24, passt. So, jetzt können wir das schon verrühren und man hat immer noch genügend Zeit. Also entweder kann man da jetzt eine Farbe reinmachen oder wir fangen jetzt erstmal an mit der Form, dass wir die Form farbig gestalten und machen dann irgendwann Farben rein. Das ist jedem selber überlassen. Wir können jetzt hier zum Beispiel auch mal ein Glitter reinstreuen. Das verbindet sich dann mit dem Harz nachher. Jetzt mache ich hier erstmal ein bisschen Glitter. Wenn die schön werden, ja, dann nehmen wir sie auch für unseren eigenen Weihnachtsbaum drinnen. Ja, kann man natürlich auch machen. Glitter drin. Oder für einen schönen Strauß. Weihnachtsstrauß, ja. Die kann man sich auch schön auf so ein Gesteck drauflegen. Also, das gibt da so viele Anwendungsmöglichkeiten. Und dann haben wir hier solche Lindys Magicals. Das sind einfach nur so Pulverfarben, die man sich mit Wasser ja eigentlich anrührt. Die kann man nehmen und da die Form mit einstreichen mit so einem Pinsel. Meinst du, bei dem Glitter ist hier noch drin? Ja, an den Seiten hoch geht das nicht. So. Der Glitter fällt nun mal runter zur tiefsten Stelle. Also, war nur eine Frage. Ja, denke mal, dass das nicht anders geht. Wir können auch mal probieren, ob wir diese Pulver damit einrühren können. Aber dafür gibt es ja andere Pulverfarben noch. Es gibt dann jetzt hier so ein bisschen Schattierung, weil immer an den tiefsten Stellen ist halt die meiste Farbe oder das meiste Pulver ist nun mal so. Das mal rein machen. So, und dann können wir das Harz hier schon einfüllen. Jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir unseren Glitter hier nicht wegspülen. Nee, bleibt liegen. Mache ich erstmal an die tiefen Stellen Glitzer hin, also Harz hin, damit der Glitter da liegen bleibt. Komm, geh jetzt lauf. Ach du. Kacke. Das habe ich nicht gesagt. Hat doch keiner gehört, was ich jetzt gesagt habe. Ich bin ja anständig erzogen. So, jetzt bleibt das liegen. Wenn man das erstmal ein, zwei Mal ausprobiert hat, merkt man, das bleibt liegen. Hier hinten in den Anhänger muss natürlich auch was drin. Aber das ist relativ flüssig, dadurch kann man solche Sachen jetzt schön gestalten damit. Na komm, rutscht da noch ein bisschen durch, hier noch ein bisschen mehr drin, damit. Also je dicker das ist, desto stabiler, hoffe ich, ist das immer. Ich muss nicht hoffen, das wissen wir. So, jetzt machen wir hier natürlich auch, damit wir einen bunten Stern kriegen.
Ja, reicht so für zwei Sterne. Wa? Mit links gießen sie an sie einfach. Ich komme jetzt schon immer über den Rand. Aber dann haben wir die ersten Bienensterne fertig. So, das braucht jetzt ungefähr eine Stunde bis 90 Minuten zum Härten. Dann kann man das schon rausmachen. Besser ist natürlich, wenn man das bei allen Harzen ist das so, wenn man das länger drin lässt. Also ruhig einen Tag drin lassen, dann ist man immer auf der sicheren Seite, denn je länger das Harz Zeit hat zum Festwerden, desto fester wird es natürlich auch. So. So, wir haben dann jetzt unser Harz 2 Stunden härten lassen. Jetzt müssen wir das versuchen, hier aus der Form rauszukriegen. Das ist jetzt nicht so ein, wie bei dem Epoxidharz, dass da nichts abbricht. Das kann natürlich bei Acrylharz passieren, also muss man das ein bisschen vorsichtig aus der Form rausdrücken. Dafür sind diese Silikonformen ja immer ganz toll. So, und jetzt haben wir hier einen Stern, der sieht doch edel aus. Das sind doch wohl schöne Weihnachtssterne. Wie kommt denn das? Na, durch diese Farbe, die Kirin gemacht hat. Und dann, wenn es hier an manchen Stellen eben mehr drin ist von der Farbe, ist es halt dunkler als an den Stellen, wo es nicht so dick gewesen ist. An den Wänden schiebt sich das wohl trotzdem irgendwie hoch. Muss man auch ja nicht rausmachen. Ich mache da die nächsten Farben rein und dann wird es immer bunter. So, jetzt machen wir hier noch den mit dem Glitter, den Stern. Sieht doch cool aus. Ja. Also ist mal was anderes. So. Die kann man jetzt noch ruhig noch weiter härten lassen. Also je länger man die liegen lässt, das härtet alles noch ein bisschen nach. Und jetzt machen wir die nächsten. Bei dem Glitterstern, da hättest du auch eine bunte Farbe nehmen können und trotzdem den Glitter unten reinmachen, da hättest du. Wir können ja, meine Dinger, wir können jetzt hier bunt machen. Hier machen wir jetzt die nächste Farbe. Das war jetzt hier das Pink. Jetzt machen wir hier mal so ein Gelb oder Grün. Ich habe hier noch ein paar Farben. Und dann machen wir hier einfach noch einen anderen Glitter mit rein. Ja, aber der Glitter müsste ja unten sein, unter der Farbe, oder? Ja, aber wenn ich jetzt da Puder, dann... Nee, der musste jetzt eine Acrylfarbe nehmen. Kannst du ihn wieder mit Puder und ihn mit Acrylfarbe und Glitter unten drin. Ach so. Verstehst du mich? Ja, wir können ja auch mal versuchen, ob wir das damit einfärben können. Ich grüme erstmal was oder ein. So. Dann mache ich einen wieder mit so Farbe. Grün oder gelb. Oder lila. Besser lila. Besser lila. Machen wir. So, nehme ich jetzt hier eine Farbe wieder, dass der so wird wie der Stern da hinten ungefähr. Hier erstmal wieder Farbe reinmachen. Also Pulver, ist ja keine Farbe, ist ja Pulver. Einarbeiten. Das verbindet sich dann mit dem Harz wieder. Und dann haben wir hoffentlich einen lilanen Stern. Na, warum nicht? Beim anderen hat es auch funktioniert. Und ein bisschen Pink wird auch noch drin sein, weil wir ja noch ein paar pinke Krümel so mit drin haben. So, das wäre dann dieser Stern. Und hier machen wir unten Glitter rein, hast du gesagt, und wir färben. Mit Acryl. Mit Acryl. Das war nur ein Vorschlag. Ja, machen wir erstmal Glitter rein. Machen wir hier mal so ein hellblau oder türkis. Machen wir hier schön Glitter rein. Ja, jetzt müssen wir unsere Farbe dazu aussuchen, wenn man meint ja gelb vielleicht. Ja. Machen wir gelb den dann hier. Ich habe mir dann jetzt wieder Harz angerührt, gieße das jetzt hier wieder in die Form und dann haben wir ja nachher unten dieses Pulver wieder schön, was sich schön vermischt mit dem Harz. Das lassen wir jetzt hier erstmal so ein. Also und wenn du den jetzt oben noch mit Pulver besprühst, dann hast du die Hinterseite nachher auch bunt. Ja, besprüh den mal mit dem Pulver. Du denkst dir das immer an. Ja, das einfach. War jetzt nur meine Fantasie. Ja, das ist ja nicht so leicht zu pulvern, weil das ist nun mal so ein Klecks hier. So ein, so mal gucken, ob das irgendwie geht, dass man das mit dem Pinsel... Kriegst ja bloß so eine Kleckse da irgendwie drauf. Dann nimm noch einen kleinen Löffel und streu das wie Salz. Das ist genauso. Streu das mit dem Löffel. Oder mit einem Stück Holzplätzchen. Ist doch genauso wie mit dem Pinsel. Das nimmt sich doch jetzt alles nicht. Aber das wird sich hier vielleicht noch ein bisschen vermischen, werden wir sehen. Ja. Ist ja ein Experiment, was wir machen. Und der dreht sich ja nicht andauernd, dieser blöde Stern. Wenn du den hingehängt hast, dann hängt der so. Wir haben keine Wind,
bin Störken im Wohnzimmer. Oh, wenn du da vorbeihuschst. Gut, so, jetzt wollen wir hier ja gelb machen, also mischen wir hier noch ein bisschen gelb rein. Ich muss die Farbe immer erstmal vorher umrühren, das ist immer ja nicht so schnell alle zu machen. Ja, nicht so einfach, nicht Farbe umzurühren. Ja, so schnell, das zu filmen dann gleich. Ich muss erstmal die Farbe vorbereiten, hier brauche ich auch gar nicht so viel. Also ich dränge dich nicht und die Kamera schon ja nicht. Nee, doch, die schreit immer richtig. Die wartet, bis du soweit bist. Gut, dann das nächste. Jetzt habe ich gedacht, das ist zu zart, aber wenn man das richtig gerührt hat, dann sieht das auch gelb aus. So. Diese Acrylfarben sind einfach edel, wa? Die Acrylfarben sind gut, ja. So, und da das ja nun Acrylharz ist, passt das ja auch gut zusammen. Acrylfarbe und Acrylharz. So, jetzt gießen wir hier den Stern noch wieder voll. Da bin ich ja mal gespannt dann auf die Mischung gelb und hellblau. Achso, hier noch wieder. Ist ja nicht rot und blau. Rot und blau putzt die Sau. War früher mal. Jetzt zeig ich hier was über. Das hat doch letztes Mal gerade so gereicht. Also wirklich, was hast du denn jetzt gemacht? Keine Ahnung. Müssen wir noch was gießen? Müssen wir noch eine Blume gießen oder irgendwas. Jetzt nimmst du den Pulver auch für das Gelbe? Ja, jetzt mache ich hier diese Blütendinger, die hier innen drin sind. Von den Blüten mache ich jetzt einfach mit einer anderen Farbe. Diese Stempel. Und gießt dann das Gelb rein. Das ist ja raffiniert eingefädelt. Ja, man kann ja experimentieren mit dem. Ja, dafür machen wir das ja, um das auszuprobieren, was man alles machen kann mit. Ja. Da kann ich noch eine Blume mitmachen, oder was? Das ist so ergiebig, ist ja Wahnsinn. Ja, da kann ich noch eine machen. Welche machen wir? So, dann haben wir hier noch so eine schöne Sonnenblume. Die kann man jetzt im Herbst dann bestimmt auch wieder schön gebrauchen irgendwo. Machen wir hier die Mitte pink, obwohl das ja eigentlich sonst braun ist, aber braun habe ich nicht mit diesen Pulverfarben hier. Und dann können wir da nochmal wieder gelb drauf gießen. Wenn das jetzt reicht. Die Koffer. Für so eine große. Ach, das reicht da tausend. Noch eine Blume. Das reicht für nochmal. Ich noch für eine Klebe. So, und wenn das Harz wieder fest ist, dann können wir die ganzen Sachen wieder rausmachen. Hier sind jetzt erstmal die Blümchen, die wir noch so nebenbei gemacht haben aus den Resten. Die kann man immer mal irgendwo mit draufsetzen und wenn du nur eine Schachtel machst. Ich habe gedacht, das sind Stiefmütterchen, das sind, wie heißen die? Veilchen. Nee, ist ja auch egal. Die. Orchideen, echt, manchmal kommt man nicht auf die einfachsten Namen mehr. Man verblödet zu Hause. Nee, Veralzheimat. Veralzheimat. So, hier haben wir jetzt diese hellblauen Glitterpartikel und gelb. Sieht auch schön aus. Ja. Hier haben wir jetzt. Da bin ich gespannt. Oh, vorsichtig, weil das doch brechen kann immer mal. Das ist halt nicht wie Epoxidharz, was nicht bricht oder nicht so leicht bricht. Das hier kann brechen. Oh, sieht auch schön aus. Das sieht ja edel aus. Ja, machen wir uns noch einen Satz. So, dann wollen wir die nächsten gießen. Dann machen wir jetzt einfach mal roten Glitter in den einen hier rein, wo wir immer Glitzer oder Glitter drin hatten. Vorsichtig, hier habe ich keinen Deckel drauf. So ein Streudeckel, ist ja komisch. Vorsichtig drauf machen. So, und das andere hier, da machen wir dann mal Aqua rein, Magicals. Ihr habt mich zwischendurch schon mal gefragt, ob man auch andere Pulver dafür nehmen kann. Jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen. Muss ich noch mal kurz überlegen, wie die heißen. Mika-Powder, Mika-Pulver. Das kann man auch nämlich zum Epoxidharzfärben nehmen. Ist ja extra dafür Mika-Pulver. Könnt ihr unter Epoxidharzfarben gucken. Findet da bei Amazon und bei eBay. Und da kann man dann dieses Mika-Pulver sich bestellen. Ich habe gestern mal geguckt, 20 Dosen mit 10 Gramm für 12,99 Euro inklusive Versand. Da kann man nicht meckern und da hast du dann 20 verschiedene Farben. Ja, dann musst du das unterm Video verlinken. Ja, das werde ich unterm Video verlinken. Und dann kann man sich seine Farben eben zusammenstellen und auch sein Harz damit einfärben. Das färbe ich jetzt diesmal nicht ein, das Harz. Das lassen wir jetzt. Hier haben wir ja diese Lindys drin. Das müsste ja dann auch wieder schön farbig werden. Also brauche ich das nicht extra einfärben.
Und bei diesen Glitterpartikeln lasse ich das jetzt auch mal einfarbig, damit man diesen Glitter wieder besser sieht. Macht ja auch Farbe dann. So, ihr Lieben, hier seht ihr dann jetzt alle gegossenen Sterne. Ich habe jetzt alles rausgemacht. Den hier hatte ich mal gegossen, als wir euch das Harz vorgestellt haben. Ich habe jetzt einfach auch noch ein paar rote gemacht. Und die sehen davor richtig toll aus. Ja. Wirklich schön. Jetzt müssen wir da bloß noch ein Band einfädeln und dann kann man die an einen Weihnachtsstrauß hängen. Und wenn man jetzt hier von diesem Pulver, ob das jetzt Mika-Puder ist oder diese Lindys Magicals, was wir genommen haben, wenn man da immer noch ein bisschen was von der anderen Farbe drin lässt, dann wird das nachher auch so bunt. Fand ich auch schön. Deswegen habe ich es drin gelassen. So, ihr Lieben, hier seht ihr dann schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf Weihnachten. Die Sterne sehen doch wohl am Strauß richtig toll aus. Und die kann man natürlich auch nach draußen an Weihnachtsbaum oder an Busch hängen, was ihr da so habt, weil die wetterfest und sogar UV-beständig sind. Ich finde, die sind wunderschön, auch wenn es nur zwei verschiedene Sorten sind. Aber man kann die ja bunt färben, mit Glitter machen, mit allen möglichen Sachen. Probiert es also ruhig mal aus, solche schönen Sterne zu gestalten. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das wie immer ganz, ganz einfach und wunderschön. Ja, ja.